So, das letzte Mal sind wir stehen geblieben hier in diesem Dungeon und ich sage schon mal direkt, ich werde wahrscheinlich dafür bald Hilfe brauchen, weil ich null Ideen habe, wie zum verdammten Teufel ich da hochkomme. Hallo? Zen, danke dir für Monate Treue, vielen Dank. Müssen wir wieder orientieren hier. So, Brady, was kannst du eigentlich nicht? Na, Killer, danke für 35 Jahre Treue. Merci. Ich kann nicht pfeifen. Auch nicht. Ein Passwort, das tatsächlich? Das ist der Passwort. Schon ein ziemliches PPG-Passwort. Ich glaube, PPG wird unser neues Vizokayman. Richtiges Vizokayman-Passwort. Ja. So, pass auf, Brady, damit du weißt, auf welchem Stand ich gerade bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da reinfallen muss, irgendwie. Aber. Nein, nein, ich weiß, dass es so ist. Aber ich komme halt hier nicht hin. Das geht halt aber leider nicht. Aus dem einfachen Grund, dass ich hier nicht hochkomme. Und ich kann auch nicht Dingens. Ich kann auch nicht das Ding umschalten. Aus dem einfachen Grund. Hallo, Gory! Ayaya! Ist der Chat heute wieder richtig cute? Cute Chat. Verstehe nicht, was dieser Raum hier bringen soll, irgendwie. Also, du gibst mir ein klares Zeichen, wenn ich dir wirklich einen Tipp geben soll. War das nicht klar genug? Nein, noch nicht. Aber ja, mache ich. Also, ich muss irgendwie entweder hier drauf fallen oder springen, wie auch immer. Na. Oder das Ganze runter machen halt. Ey, der Chat ist richtig cute, Leute. Aber das Problem ist, dass das nicht funktioniert. Man kann nicht ziehen, oder? Nee. Ja, ist total dumm. Manke. Weil ich komme da halt nicht hoch sonst. Ja. Ist das wenigstens was Offensichtliches oder ist das so eine richtige 3-Millionen-Ecken-Lösung? Nee. Schon offensichtlich, was du zu tun hast. Was du zu tun hast. Finde ich. Bloß die Umsetzung ist halt manchmal hier. Also der Dungeon, ich glaube, in dem habe ich auch am längsten gesessen. Weil ich einfach die ganze Zeit durchgespielt habe, bis ich halt die richtige Kombination der Dinge hatte. Hallo Marcel, habe ich schon keine Sorge geschafft, das kriegst du zur Not. Verdammt, was hast du geschrieben? Ich habe es nicht mehr gelesen. Was hat er doch bisher noch gesagt? Das hast du auch nicht im Chat offen. Dankeschön, Herr Marcel. Und schöne Grüße zurück. Also der Dungeon macht mir gerade sehr zu schaffen, muss ich sagen. Also ich habe den beim letzten... Wir sind eigentlich super... Bis hierhin haben wir alles easy geschafft. Aber jetzt ist Ende Gelände. Weil das bringt mir halt nichts, so dagegen zu boxen. Alter, der Seelag spielt schon wieder Ultimate, obwohl wir gerade streamen, Mann. Das macht er mit Absicht, ich sag's dir. Das ist eine 3-Millionen-Ecklösung, deshalb war das damals so schwer. Naja. Ey. Was ist los, Seelag? Ich bin hier und mache gerade Awakening an. Da stand gerade, Seelag spielt jetzt Super Smash Bros. Ultimate. Du kannst mich doch nicht verarschen. Leute, wir haben vorhin in Smash ein bisschen Online-Arenen geradet. Da war eine Arena mit einem Passwort geschützt. Und ich habe einfach mal, wie ich es immer versuche, bei passwortgeschützten Arenen einfach mal 1 eingeben. Und ich bin einfach reingejoint. Das Beste war, der hat gestreamt. Mit 5 Zuschauern. Und der hat mich dann gefragt, wer ich bin. Und Brady hat mich erstmal exposed im Chat. Das war witzig. Hat Spaß gemacht. Der hat sich gefreut, der Typ. Ja. Und werden dann tiltet. Oh, wie gesagt, der hat's cool gefunden. Mhm. Ich habe mich noch niemanden gefunden, der da getiltet hat. Die waren eher so like, what the fuck? Hast du den verloren? Leider, tatsächlich ja. War aber close. Wie kann ich resetten, dass du wieder eine Meldung bekommst? Ich würde sagen, offline gehen oder Switch out und ausmachen oder so. Was für ein Gegenstand habe ich hier bekommen? Den Spiegelschild. Ja. Das Ding hier ist halt scheiße. Thank you.
lebendig und. Braucht das Lied aber nicht, oder? Hallöchen, Dragonlink. Keine Mods, das ist echt. Junge, Alter, Jonas, nicht mit Brady. Das ist voll gechillt gerade. Ich muss mal wieder häufiger von der Couch streamen, glaube ich, Leute. Ich habe immer gesagt, dass ihr den Kamerawinkel mögt, obwohl es eigentlich nur direkt frontal ist. Also, ne, wie habt ihr gesagt, ihr hört das. Hört ihr Brady eigentlich auch gut, weil ich bin ein bisschen näher am Mikrofon dran als er. Geht doch gar nicht so viel, ne? Also, ich bin eher so. Ich meine, wie gesagt, wir können es ja mal testen. Sag mal was. Ich bin die Beta-Rolle. Hallo, mein Name ist John. Hört mich gut? Das ist wichtig jetzt. Ich bin eigentlich nur die Stimme aus dem Off. Der trotzdem in der Cam zu sehen ist. Scheiße, ja. Leute. Harter Brocken hier. Monka, mega. Hallo Kai. Mein Schatz. Die Wurst. Hauke, danke für 42 mystische Jahre Treue. Dankeschön. Was ist, wenn ich runterfalle? Ist Kugelschanzern eigentlich noch? Ne, ist resettet worden, Alter. Übelst Betrug waren. Muss ich erstmal Kugelschanzern wieder dahin hieven, wo sie hingehört. Ich wollte jumpen. Baka, was? 20 Subgifts. Oh shit, Baka! Dankeschön für deine 20 Subgifts. Dodged, Alter. Vielen Dank, Baka. Sehr, sehr lieb von dir. Ein großes Dankeschön und euch 20 willkommen bei den Glücksknilzen. Okay, wir sehen hier, Freunde. Vielen Dank, Baka, nochmals. Dankeschön. Alter, guck mal. 996, Leute, sieht gut aus. Ganz großes Danke. 100 Attacken, was? Achso, 20 Subgifts kosten 100 Attacken. Ja, das ist in der Tat wahr. Ich hab schon gewundert. Willst du die Kugel mal sprechen? Nee. Was? Deswegen hab ich dich gefragt. Nee. Das war mein persönlicher Favorit in dem Highlight-Video. Im letzten. Die Kugel. Bestimmt war dieses Gerede aus dem Video eigentlich aus einer richtig traurigen Stelle aus irgendeinem Anime. Ich habe darüber gelacht. Als witzig war. Wer weiß, woraus es war. Steve hat zwar links. Aber ich habe es mir nicht angeguckt. Also die Verlinkung. Gastrolle für Kugelschanzern. Ich möchte Kugelschanzern in Dingens haben, in Smash. Aber ich will alles in Smash haben. Mittlerweile kommt sowieso jeder Affe rein, wie es aussieht, wa? Ja. Ha! Dieser komische hier, dieser, hast du den neuesten DLC-Charakter gesehen? Dieser komische, irgendwie so ein Bär oder so, wer ist das überhaupt? Weiß ich nicht. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Hier, wir bringen das Gegner da. Als Kirby-Echo. Moran Player, Dankeschön für 13 wow, Jahre treu, vielen Dank! Ja! Achso, ich wollte eigentlich rennen und habe mit dem Schild rumgelaufen. Ich will eigentlich nur nach oben. Oh mein Gott, ey. Ich liebe dieses Geräusch, ne? Wie gesagt, ich habe schon gesagt, das Beste an diesem Spiel ist, finde ich, die Audio-Cue. Die ist so schön. Befriedigend. Dann einfach weggehen. Rand den Typen. Ja. Puh, Bruder, Mann, muss los. Da geht der Rand mir echt auf die Eier. Oh, was will er machen, wa?
Ich werde eigentlich erstmal nur die Kugel wieder in Position bringen. Mehr will ich gerade gar nicht. So. Die Musik ist cool. Ja, das stimmt. Ich gehe dann jedenfalls. Sagen wir, die Musik ist. Ups. Die Musik geht ein wenig sich auf den Sack. Hast du gerade selbst Schaden getroffen? Nee. Oh mein Gott, geh doch da einfach weg, Mann. Position is right. Was halt weird ist. Beziehungsweise, I could try it. Bums, ne? Wait. I could try. Das liegt hier da hinten, ne? Hm. Warte mal. Wartet mal, Leute. Das funktioniert nicht. Nee. Wait, warte mal. Das wollte ich auch nicht. Jetzt wartet doch mal. Warte, warte. Richtig genau, Kai. Ich wollte gar nicht rennen, ich wollte dem Schild, ey. Ich war so aggro gerade. Kannst du die Säulen nicht überwinden, versuche mit etwas zu werfen? Hab ich längst getan, Bruder. Bruder Eule. Von wegen muss ich von oben runterfallen. Ja, okay. Von wegen muss ich von oben runterfallen lassen. Wo ist mein Pfeifeld, Leute? Was passiert jetzt? Das war aber die einzige Stelle, bei der wir hingen. Alles andere haben wir tatsächlich relativ schnell geschafft. Pirkisas, 10 Monate treu, dankeschön. Okay, das Ding ist runtergefallen. So viel habe ich jetzt gesehen. Rauskomme. Weil du gerade so geguckt hast, so. Und dann, warum macht er das? Ist der dumm? Nee, ich musste gerade echt überlegen, wie kommen wir dann nochmal regulär raus? So. Die Stände verschieben, oder? Ach, guck mal, die dritte Tasche ist jetzt einfach nach unten gefallen. Genau. Cool. Wie löst man den Tempel, den man einfach kaputt macht? Richtig. Au. Dodge, Mann. Der Dodge. Buddy, sag mal bitte. Wow. Das klang echt schon nice. Die Pega Hands. Ich hoffe, dass. Nee, rot muss unten sein. Glaube ich. Ziemlich coole Idee, by the way, dass man den Dungeon einfach einreißt. Die Kumba müssen sterbigen! Okay, den Master Key haben wir, wir sind eigentlich fertig. Ja. Hm. Willst du noch die letzte Truhe haben? Ja, ich wollte gerade sagen, schon, ne? Wenn wir das Spiel schon spielen. Also wenn, dann machen wir auch 100%, Leute. Nein. Nein. Das glaube ich weniger. Kurz für den Dodge da rein, aber dann wurde ich trotzdem noch weggepepegert.
Renn, Link! Keine 100%, Leute. 100% Let's Play sind out. Man muss jetzt einfach immer ballern, damit man schnellstmöglich den neuesten Hype-Shit snacken kann. Ja. 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 Das ist auch kein Let's Play. 100%, alter Slam. Apropos, wir werden wahrscheinlich nächste Woche passend zu Halloween dann. Pokémon. Das auch, aber ich meinte eigentlich Luigi's Mansion spielen. Was wollte ich eigentlich gerade machen? Du wolltest den Scheiter umstellen, damit du irgendwie weiterkommst, aber es hat dir nichts gebracht. Dann gehe ich halt einfach an die Boss-Tür und scheiß drauf. Vielleicht ist es gar nicht die Boss-Tür, weil dahinter sieht es irgendwie komisch aus. Ja. Actually getrollt. Mama Mario, wann kommt denn der Fortnite-Stream? Ich bin noch nicht bereit dazu, Seelax. Ich bin noch nicht hip genug dafür. Alright, we drop boys. Also was würdet ihr tun, wenn ich eines Tages Fortnite spielen würde? Einfach so und dann sagen würde. Boah, das ist das geilste Spiel der Welt, ey. Ich liebe das Geräusch. Boing! Reaction gucken. Wechsel zu Fortnite und dann zum Mixer. Ach du Scheiße, ey. Vermutlich nichts. Vermutlich nichts, das finde ich die beste Antwort. Alter, was. Nee, geheimnisvolles Balsam. Nee, das war geheimnisvolles Balsam, Brady. Mhm. Was auch immer, da hat das nicht mitgenommen. Außer weil ich es doch hab, oder was? Ja. Das ist dumm. Wo ist denn der Boss jetzt da in der Mitte, ey? In der Mitte oder was der Scheiße jetzt hier, ey? Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich da hinkomme, oder was? Das ist ja... Wo bleibt der Call of Duty Stream? Spielen wir doch gerade. Call of the Windfish. Alter, wie heftig er rangezogen hat, hast du es gerade gesehen? Kommt, ist der beste Boss des Spiels. Ja, kommt dein Ende. Ach ja, stimmt, der Typ. Ich erinnere mich. Gleich wirst du bereuen, jemals geboren worden zu sein. Alter, ist das Kokatorimon oder wie das für hieß? Teufelsadler. Der Teufelsadler saß. So, die Feder soll ich natürlich reinspringen, ne? Federkopf, ey. Der Skycracker. Skycracker ist das. Das ist eine DNA-Digitation aus Skycracker und Federkopf. Okay. Scheiße. Federkopf. Trank. Junge! Hör mal auf zu schießen. What the fuck, hört ihr auf? Ey, das ist hart. Voll verrückt. Merk mal, warum das eigentlich draufschlagen. Ja. Aber Gott sei Dank sind dabei. Wenn der jetzt treffbar ist, dann ist Brady ein Blöd. Er war treffbar. Aber ich traf nicht. Dead. Meine Kraft bin kacke.
Auch dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind ein Traum. Wir sind ein Traum. Muss ich jetzt mein Abo beenden? Ja. Warum? Weil du deckt bist. Ach so. Hm. Das war doch das geil, Leute. Aber theoretisch müsste das Abo jetzt für immer bestehen bleiben, weil du kannst es ja nicht mehr kündigen. Ja, aber irgendwann wird es aufgelöst von der Bank, wenn du tot bist. Darf ich das Insider wissen? Das Insider wissen. Was passiert, wenn ich jetzt auf die Stacheln jumpe? Bist du tot. Was? Also wenn du es 28 Mal tust, dann bist du tot. Habe ich ein Instrument jetzt bekommen? Mhm. Wieso nicht? Seid mal abholen. Sind nicht mit dir herum wie die Eil. Alter, das Piano. Sieht aus wie hier Nintendo Labo. Oder? Ja, irgendwie schon, ne? Das ist die Poseidon Orgel. Organgel. Sing mit. Ich kann nicht nüben. Ich kann nicht nüben. Nüben, Leute. Noch eins. Ocarina. Die Musik der Ocarina weist den Weg. Tut sie das? Kuromoai macht den Vierer voll. Dankeschön für 5 Adoptionen. Euch 5. Willkommen bei den Glücksknilzen. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Bitte Glück gehabt. Ihr habt die Streams gerettet. Ja. Das war Bradys Bedingung dafür, dass er herkommt. Vielen Dank, Leute. I appreciate it. Thanks. Ja. Sag mal, Brady. Wenn du daneben noch einmal leben könntest. Willst du gar nicht nochmal genauso tun? Tobi, danke dir für deinen Sub. Willkommen in den Glücksknilzen. Also ich würde Ablativ drücken, anstatt von Abschlag. Würdest du drücken? Ich würde Ablativ drücken, anstatt von Abschlag. Ich hab's anders gedacht schon, ey. Tut, tut, ja, hier Ulrira, der Kopf der Schildkröte ist dir im Weg, dann hauch ihm in etwas Leben ein und er wird sich bewegen. Kein Witz, klick, was für ein Kopf der Schildkröte, Mann, was labert der für eine Scheiße, Alter. Was der labert, Leute. Just go to the desert, forehead. Schildkröte. Könnte eine Schildkröte sein? Mit ein bisschen Fantasie? Weiß ich nicht. Das ist eine Schildkröte. Sonst hätte er anders reagiert. Oh Junge, da fuck mich nicht ab, Digga. Scheiße. Oh nein. Erstmal aufmucken. Ich würde einiges anders machen. Dann ist nur noch die Frage, ob ich dann auch jetzt den Stream gucken würde oder nicht. Leute, wenn ihr euer Leben noch einmal leben könntet, würdet ihr auch bei Susus Maru zugucken? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein, Chris, du hast mich nämlich verdorben. Okay. Sagen jetzt eh alle nee. Weißt du, mit einem Fungin? Nein, viel zu okay, man. Viel zu okay, man, finde ich. It's appreciated. Das war die Frage, es hat nicht mehr zugehört. Es ging doch für eine Stunde ein bisschen schon langweilig. Das ist echt so. Schon seit ja, ich würde jetzt gerne bannen, aber ich habe kein Internet. Bann ihn auch einfach. Das Glück, aber es gehört Sashti, der Brady hätte ich jetzt gebannt. Beziehungsweise er schränkt sich gerade. Wie findest du das Internet hier, Brady? Oder anders, wie findest du das WLAN hier in diesem Zimmer? Das ist richtig kacke. Für die Leute hier. Gesundheit. Danke. Weißt du noch, wo die Leute gedacht haben, du siehst den zweiten Ausgang? Ich hatte dazu. Echt? Ja, ich hab auch gecheckt. Wie fandest du meine Reaktion darauf? Sehr schön. Das ist, keine Ahnung, der reale Chris.